Das Thema bei Sandra Maischberger. Der Wahlschock. Haben sich die Volksparteien überlebt? Als wir letztes Mal darüber sprachen, standen sie am Abgrund, jetzt sind sie einen Schritt weiter. Ich würde sagen, man muss noch unterscheiden zwischen der Union, die in schweren Wassern ist, und die SPD, die wirklich am Ertrinken ist. Das ist etwas, was wir zweifellos machen. Wir sorgen für Debatten und wir können tatsächlich auch den Konservativen mit dem Angst machen, wovor sie sich am meisten fürchten, und zwar Fakten. Nein, ich lache nicht. Ich habe 24% AfD im Landtag 2016 präsentiert bekommen. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht einfach, auch für eine Koalition, die aus CDU, SPD und Grünen besteht, dann auch stabil bei den programmatischen Unterschieden Politik zu machen. Also wer sich eine Verbesserung der sozialen Situation durch die AfD erhofft, der kann sich auch gleich die Hand abhacken. Das hat in etwa den gleichen Effekt. Nur trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, und das ist immer meine Kritik auch an dieser großen Koalition gewesen, das Laber-Rhabarber will halt keiner mehr hören. Wenn die Leute den Eindruck haben, es wird nur drüber geredet, aber am Ende kommt es nicht. Ich glaube, es wird ein starkes Mittelfeld geben. Da wird die Konkurrenz stärker werden. Es werden neue Parteien reinwachsen. Diese große Volkspartei, die alles Beglückende, wird es in Zukunft nicht mehr geben.